Herzlich willkommen zu einem weiteren Review von Luxus Television. Heute stellen wir euch den Radial Micro von JBL vor, eine Docking bzw. kleine Anlage speziell für den iPod. Wir wollen euch das Gerät ein bisschen näher bringen und was da auch dabei ist, und wir fangen jetzt sofort an. So, was der iPod ist, mal an die Seite. Die Gebrauchsanleitung, die sich kein Mensch durchliest, aber dafür keine Ahnung, vielleicht haben sie Papier zu viel in der Firma. So, weiter. Gibt es dieses tolle Kabel, mit dem man das dann in die Steckdose einsteckt und das in den Dock-In. So. Die Steckdose rein. Dazu kommt noch das hier. Das ist speziell, wenn man das an große Anlagen anschließen will, macht man das hier. So, rein. Dann gibt es dazu noch dieses Öl links, damit der iPod nicht beschädigt wird. Aber wir haben das hier schon bereits reingesteckt, wir können es auch nochmal zeigen. Es funktioniert. So, ist draußen. Und so, ist wieder drin. So. Und der iPod beginnt zu laden. Genial. Dazu gibt es noch speziell eine Fernbedienung, die aber nur funktioniert, wenn man diese Stereo-Box anmacht. Das sind so kleine Mikro-Stereo-Boxen, sage ich jetzt mal. Die haben jeweils Größe von 3,5 mm. Hier sind es 2 und 4. Laut Adam Riese, und ja, wir zeigen euch heute mal den Klang, wie das alles gut ist, ne? Aus. So. Jetzt sieht man schon, dass man ab hier, dass man nicht mehr die Lautstärke auf dem iPod regeln kann, sage ich jetzt mal. Man kann das hier steuern oder hier. Wir drücken jetzt mal auf Play. Jetzt hört es ziemlich leise. Jetzt machen wir mal laut wie möglich. Ich glaube, den Song kennt jeder. Candy von Robin Williams. Genau, einfach Musik ausdrücken, läuft trotzdem weiter oder Musik wieder an, Pause. Und ja, das Lustige ist, hier kann man auch auf ein Menü gehen. Cool, ne? So, jetzt haben wir mal Lautstärke ausgemacht. Läuft zwar weiter, aber egal. Im Großen und Ganzen, beziehungsweise das Fazit jetzt, ist dieses Gerät, wie soll ich sagen, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es vom Weißen her ein bisschen eleganter als vom Schwarzen, aber ja, was kann man dazu sagen? Ich finde es gut. Und dazu kommt noch was. Meine Cousine hat sich die JBL-Kopfhörer gekauft. Ja. Dazu gibt es so eine tolle Tasche, wie man hier sieht. Und zack, Kopfhörer. Der Nachteil an diesen Kopfhörern werdet ihr gleich feststellen. So. Der Seite sieht man wieder JBL, ein bisschen Platzierung, JBL. Hier ist ein bisschen Putzfink, kann man Staub mit aufsammeln, so sieht das jetzt aus. Und ja, jetzt machen wir mal das gleiche Lied hier drauf, auch ein bisschen leiser. So. Ab hier ist es erst so. Also man muss davon ausgehen, dass jetzt kann der Typ neben dir in der U-Bahn nicht mithören. Aber wenn du es richtig laut hast, kann der neben dir in der U-Bahn mithören. Beziehungsweise, ja, der kann eigentlich mithören, aber im Großen und Ganzen ist in der U-Bahn so laut, dass er eigentlich nicht mithören kann. Also, die Kopfhörer finde ich jetzt nicht schlecht. Du kannst sie für zu Hause Gebrauch benutzen. Wenn du zum Beispiel mit deiner
Freundin, die kann ja hören, was du hörst, sag ich jetzt mal auf grob Deutsch. Und ja, was fällt mir denn so auch noch bei den Kopfhörern? Solange ihr euch keine Videos anguckt, beziehungsweise mit Ton und das laut und eure Eltern reinkommen, ist es halt ein bisschen blöd, ne? Deswegen, also im Großen und Ganzen finde ich diese Kopfhörer gut, nur halt die Lautstärke ist ein bisschen blöd, beziehungsweise kann der Nachbar mithören in einer stillen Gegend. Ja, und noch zum Preis. Diese Kopfhörer kosten so circa 80 Euro. Ja, und dieses Ding, habe ich jetzt auf JBL geguckt, kostet 180, aber es kommt drauf an, bei dem Mediamarkt war es ein bisschen günstiger. Bis dahin, unsere nächsten Reviews würden ein bisschen dauern, aber unsere nächsten Videos sind circa in einer Woche online. Bis dahin, haut rein!